Hallo, hallo, hallo. Ich grüße dich ganz herzlich und wünsche dir einen wunderschönen guten Nachmittag, wann auch immer du schaust. Ich habe heute Morgen so einen kleinen Triggerpost hier ungerollt wohl gemacht, wo es darum ging, freie Entscheidungen zu treffen. So nach dem Tenor die Entscheidung, frei und selbstbestimmt zu leben nach dem Seelenplan. Das ist genauso wie eine Entscheidung, wenn wir in den Supermarkt gehen und was wir da einfach kaufen. Es ist einfach die eigene Entscheidung. Und da gab es so ein paar Kommentare, so nach dem Tenor, so einfach ist es nicht, und ging auch ein bisschen um das Thema Manipulation und freier Wille, freie Entscheidung, also wo es so ein bisschen so um die Dinge da geht oder ging. Deshalb dachte ich, ich komme mal hier live vorbei, um mal da noch ein bisschen drauf einzugehen. Wir haben einen freien Willen. Wir können uns jederzeit entscheiden, wo wir leben, wie wir leben, wie unser Leben überhaupt auszuschauen hat. Wir können uns jederzeit entscheiden, ganz neu, auch wie viel Geldenergie wir jeden Monat, jede Woche, jeden Tag in unser Leben lassen, empfangen und, und. Wir haben immer eine freie Entscheidung. Das heißt jetzt nicht, dass wenn ich mich jetzt neu entscheide, zum Beispiel für ein freies Leben, für ein selbstbestimmteres Leben, für ein Leben nach meinem Seelenplan und auch für mehr Geldenergie, dass das von jetzt auf gleich auch anders ist, also dass von jetzt auf gleich die Lebenswirklichkeit, die Realität auch schon eine andere ist. Und das heißt auch nicht, dass es einfach ist. Ich bringe dir ein Beispiel aus meinem früheren Leben. Als ich mir noch die Geschichte erzählt habe, also wenn ich neu in deinem Universum bin, oder vielleicht kennst du mich auch schon länger, falls du es nicht weißt, ich erwähne es ganz kurz nur. Ich komme ja aus dem öffentlichen Dienst, habe mir diese Stelle ja auch mal gesucht, um einfach ein sicheres Einkommen zu haben. Also ich bin ein sehr sicherheitsdenkend und liebender Mensch, immer noch. Und da hat aber dennoch auch, als ich gespürt habe, und vielleicht geht es dir ja auch gerade so bei dem, was du beruflich machst, dass du spürst, das ist eigentlich nicht mehr genau das, was du wirklich aus ganzem Herzen möchtest. Ich habe immer mehr gespürt, das ist nicht mehr das, was mich erfüllt, was mich morgens voller Freude und voller Energie hellwach aus dem Bett hüpfen lässt und solche Dinge. Es hat mir einfach mehr Energie geraubt, als es mir geschenkt hat. Und unabhängig davon hat meine Seele mir auch auf der körperlichen Ebene so einige Botschaften geschickt. Disharmonien, was man aus medizinischer Sicht als Krankheitssymptome einfach bezeichnet, ohne da jetzt näher drauf einzugehen. So, ich habe mir lange die Geschichte erzählt, ich habe ja keine andere Wahl. Ich muss ja dahin gehen und meinen Job machen. Die Realität, die Wahrheit ist allerdings, dass niemand morgens neben meinem Bett gestanden hat, mir die Pistole an den Kopf gehalten hat und gesagt hat, du musst das jetzt machen. Es war letzten Endes meine eigene freie Entscheidung, dahin zu gehen. Und letzten Endes damit einhergehend auch viele Jahre in Kauf zu nehmen, dass es mir mehr Energie raubt, als es mir schenkt, die Botschaften meiner Seele auf der körperlichen Ebene viele Jahre zu missachten und mich einfach damit zu arrangieren. Es war mein freier Wille letzten Endes. Diese Dinge waren mir damals natürlich nicht so bewusst, so wie ich jetzt mit dir darüber spreche. Deshalb wollte ich da jetzt einfach mal nochmal drauf eingehen und mal ein bisschen wachrütteln. So, als ich dann mehr und mehr andere da draußen beobachtet hatte und gesehen habe, dass ja wohl outside the box noch mehr möglich ist, dass es ja sehr wohl da draußen Menschen gibt, die frei auf der Welt unterwegs sind, die selbst bestimmen, wie der Tag auszuschauen hat und die eben auch selbst bestimmen. Jetzt musste ich mal gerade die Uhrzeit checken, ich habe gleich einen Termin.
Und die eben auch selbst bestimmen, wie viel Geld sie monatlich, wöchentlich oder täglich in ihr Leben lassen. Also das hat mich immer so ein bisschen getriggert, wo ich gedacht habe, irgendwie muss noch mehr in meinem Leben möglich sein als das, was ich bis eben lebe. Und ich hätte auch gerne, Stichwort das liebe Thema Geld, einfach Geld zur Verfügung, dass es einfach immer da ist, dass es jeden Tag mal aufs Konto fließt und ich mir um Geld keine Gedanken mehr machen muss. Und dass ich auch wirklich etwas mache, was meinem wahren Kern entspricht, warum ich wirklich hier bin, was wirklich meiner Lebensaufgabe entspricht, in meinem Sprachjargon, meinem Seelenplan. Und auch das, weil das war auch in einem der Kommentare, ein Beitrag, dass ja nicht jeder seinen Seelenplan kennt. Natürlich kennt nicht jeder seinen Seelenplan, aber jeder hat die freie Wahl, sich dafür zu entscheiden, den eigenen Seelenplan zu entdecken oder eben nicht. Und selbst wenn du dich dafür entscheidest, deinen Seelenplan zu entdecken und du die Klarheit hast, was deinem Seelenplan entspricht, das ist ja etwas, was wir gemeinsam auch in der Akademie machen, deinen Seelenplan hast du in 4, 6 Wochen fix schriftlich in der Tasche. Auch dann hat jeder nochmal den freien Willen, daraus wirklich auch den Seelenberuf zu erschaffen, also wirklich auch dem Ruf der Seele zu folgen. Als ich mich in die Richtung entschieden habe, nicht nur Klarheit zu haben, was meinem Seelenplan entspricht, so ist ja auch die Akademie entstanden, wo ich in erster Linie Frauen, aber auch Männer sind natürlich auch herzlich willkommen, dabei helfe, den Seelenplan zu entdecken, den Seelenberuf zu kreieren und auch Seelenfreude Geld damit zu empfangen. Also auch wirklich in dem freien und selbstbestimmten Leben anzukommen, was ja für jeden nochmal unterschiedlich ausschaut. Und die eigenen Ziele zu verfolgen und nicht die Ziele, was gesellschaftskonform ist oder was die Masse will oder also andere Ziele zu verfolgen. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Dann ist es immer noch mal der freie Wille, wirklich daraus auch wirklich was zu machen. Und das ist natürlich auch schon mal ein bisschen unbequem. Als es bei mir darum ging, wo meine Seele mir ganz klar dann gesagt hat, so, jetzt hast du deine Mission hier klar, deine Vision, du weißt ganz genau, was der wahre Sinn deines Daseins hier ist, dann auch wirklich ihr zu folgen. Damals gab es den Begriff Seelenberuf noch nicht, der ist jetzt seit einem Dreivierteljahr ungefähr oder seit einem Jahr ungefähr ist das auch ein geschützter, anerkannter Begriff Seelenberuf. Erstens mal hätte ich mir damals nicht träumen lassen, dass das mal so in die Richtung geht, aber mein Herz hat ganz klar mir die Botschaft geschickt, jetzt darf es in die andere Richtung gehen, jetzt darfst du wirklich dem Ruf deiner Seele auch folgen. Und das war eine schwierige Entscheidung. Weil das Herz hat ganz klar gesagt, in die Richtung geht's weiter. Der Kopf, der wollte natürlich an der Sicherheit öffentlicher Dienst festhalten. Das kamen Existenzängste auf. Mein Wunsch war es ja auch immer, mich in erster Linie da aufzuhalten, wo es warm ist, dass ich morgens unter Palmen auch ins Meer hüpfen kann. Aber wenn mir auch nach Ländern zumute ist, um die Welt zu entdecken, egal jetzt, wo das ist, dass ich auch einfach einen Flug buchen kann und nicht nur für mich alleine, sondern die Family fragt, wer kommt mit und los geht's. Ja, das war so meine Vorstellung von einem freien Leben. Und diese Entscheidung dann zu treffen, wirklich da durchzugehen, Muffensausen hoch 10, kann ich dir sagen. Existenzängste, alles kam auf. Nur, wenn wir uns erlauben, wirklich die Klarheit zu haben, was ist der wahre Grund meines Daseins hier, also deines Daseins, deinem Herzen dann auch wirklich zu folgen, im universellen Feld ist alles, was es dazu braucht, für dich vorbereitet. Türe und Tore öffnen sich dann. Und ja, da darf ich mir natürlich auch bewusst darüber werden, dass ich aufhören darf, mich von irgendwas im Außen manipulieren zu lassen. Also wirklich meine eigene Wahrheit herausfinde und der auch folge. Und dann ist so viel mehr möglich, als du dir bis eben vorstellen kannst.
diese Entscheidung aber wirklich dann auch zu kündigen nach 30 Jahren, ohne Abfindung, ohne alles. Ich bin nicht ganz ins kalte Wasser gesprungen, weil ich mir ja nebenbei was aufgebaut habe. Und das ist ja auch etwas, was ich mit den Teilnehmerinnen mache. Wenn noch jemand, oder die meisten sind das auch, im Job ist oder viele sind auch nebenberuflich oder auch hauptberuflich, sind selbstständig, aber es läuft nicht so rund, dann liegt das einfach immer unter anderem auch daran, dass man Dinge macht, sei es in der Selbstständigkeit, haupt- oder nebenberuflich, was nicht dem eigenen Seelenplan entspricht. Dass man mehr so überlegt hat, wie man bei der Jobsuche, was könnte mir Spaß machen, und damit dann eben sich einen Job gesucht hat und sich fehl am Platz fühlt oder sich haupt- oder nebenberuflich selbstständig gemacht hat. Und dann läuft es auch nicht rund. Das hängt natürlich auch noch ein bisschen mit dem lieben Thema Geld zusammen. Wie viel Geld erlaube ich mir denn auch überhaupt in mein Leben zu lassen? Also da gilt es auch immer noch ganz viele Themen zu lösen, zu ändern. So, und da wird einfach deutlich, wir alle haben einen freien Willen. Niemand steht da im übertragenen Sinne, metaphorisch gesprochen, hält uns etwas an den Kopf und sagt, du musst das jetzt so und so machen. Das sind alles interessante Ansichten, die gesellschaftskonform sind, die wir bis eben glauben. Und das alles zu hinterfragen, deine eigene Wahrheit zu finden, wie willst du es wirklich haben? Das ist eine freie Entscheidung. Im Grunde genommen so einfach, wie wenn du im Supermarkt stehst und überlegst dir, kaufe ich jetzt Kuhmilch, kaufe ich Sojamilch oder kaufe ich Hafermilch? Ja? Es ist immer die eigene Entscheidung für die Lebenswirklichkeit, wie ich es haben möchte, oder eben halt dagegen, wie ich mich ja in meinem früheren Leben auch viele Jahre unbewusst dagegen entschieden hatte. Was natürlich alles verändert hat, war, dass ich mir Hilfe holte von jemandem, der dort war, wo ich hin wollte, der in dem freien Leben schon angekommen war, den ich aus dem Internet auch erstmal nur kannte und gedacht habe, wow, der ist mit der Family unterwegs, wie cool, wie macht der das? Das war einer meiner ersten Mentoren. Und letzten Endes kann ja auch nur jemand, der oder die dort ist, wo ich hin möchte, mir den Weg zeigen. Das ist der Grund, warum ich auch bis heute immer wieder Menschen an meiner Seite, Mentoren habe, in Masterminds bin, um mir den weiteren Weg zeigen zu lassen. Weil das ganze Leben ist ja Weiterentwicklung und Wachstum. Alleine, einschließlich mir selbst, ich kenne niemanden, die das alleine hinbekommen hat. Da braucht es einfach eine individuelle Anleitung, eine glasklare Begleitung, auf dich abgestimmt, damit du wirklich herausfindest, was macht dich absolut im Kern aus, wie packst du all deine Talente und Fähigkeiten, die dir schon bewusst sind, aber auch die dir nicht bewusst sind, die du möglicherweise aus früheren Leben mitbringst. Und da geht es natürlich auch ganz viel darum, deinen eigenen Selbstwert zu erkennen, auch Grenzen mal zu setzen, bis hierhin und nicht weiter. Und dann natürlich auch, ja, mit deinem freien Willen, den du hast, in das Leben zu kommen, wo eigentlich die Reise hingehen darf. Das ist eine Entscheidung, nichts anderes. Und Einladung, schreib mir gerne eine PN, wenn dich das irgendwie anspricht und du sagst, ja, da ist was dran. Ich träume auch schon seit einer Weile von einem freien Leben. Da gibt es einige Bereiche, beruflich, privat, gesundheitlich in meinem Leben oder ein großer Bereich, den ich gerne ändern möchte. Ich habe schon seit einer Weile das Gefühl, dass irgendwie mehr möglich sein muss als das, was ich bis eben lebe, aber weiß nicht wie. Ich habe auch schon vieles versucht, aber immer noch fehlt mir die Klarheit. Dann schreib mir gerne eine PN und lass uns da mal austauschen. Gebe ich dir gerne weitere Infos zu, ja, wie du da auch mal da ankommst, wo du eigentlich hin möchtest. Weil heute kann der Tag sein, an dem du dich, für dein Herz, für deinen Seelenplan, für deinen Seelenberuf, für das freie Leben entscheidest. Das ist eine Entscheidung.
Also, schreib mir eine PN. Lass uns da gerne mal über Möglichkeiten sprechen. Wenn du Fragen dazu hast, ich antworte dir auch zeitnah. Und dann, let's go in das neue freie Leben, wo du hin möchtest. In diesem Sinne, einen wunderschönen Tag und bis dahin. Ciao, ciao.